Hey, das ist wieder ein Symbol, das zeigt, das Spiel speichert. Krass. Fabratz. Platonic Friends. Kommt mir alles sehr bekannt vor. So, und damit nun willkommen zum Angeteil von, wie heißt das nochmal gleich? Warte. Warte. Jo, Biebsi. Check dieses wilde Painting hier aus, das wir gefunden haben. Was stimmt noch mit diesem Ding nicht? Ja, das, ist wirklich, merkwürdig, das Ding. Ich will irgendwie es berühren. Mitki, nein, nicht. Oh nein, hat es berührt. Okay. Und jetzt sind wir im Bild, im Gemälde. Na, ganz toll. Niemals einen ruhigen Moment mit dir, oder, Biebsi? Oh, so. Das Angedall von Demon Turf Neon Splash. Die Sommeredition von Demon Turf? Ich hab keine Ahnung. Frag mich nicht. Spin-off. Frag mich nicht. Ja, es gibt eine Poolparty. Es gibt auch anderes Zeug. Ja, machen wir mal, ne? So, man sollte den richtigen Knopf drücken. Ich hab keine Ahnung. Ja, also Demon Turf haben wir jetzt ins Neulich gespielt und jetzt spielen wir noch mehr. Oh. Das fängt ja gut an. Wir haben auch hier anscheinend nicht die Möglichkeit, irgendwelche. Doch, wir haben die Möglichkeit, Dinger zu setzen, Flaggen und sowas. Okay. Ich weiß jetzt gar nicht mehr die Steuerung. Hier ist er hier. Ich denke, wir müssen rausfinden, was es mit diesem Ort auf sich hat. Ich hoffe, es ist nicht schlimm, aber ich habe ein paar Tipps hier platziert und dort. Ja, danke, Mitki. Du stehst mir immer hinter. Du bist immer für mich da, bla. Ja, du weißt doch, du und ich, das Dreamteam. Yo. Okay. So, also wir können auf jeden Fall hier, ne? Walljumpen. Wir können eine Wasserspur hinterlassen. Ich weiß nicht genau, warum wir hier Wasser hinterlassen können. Aber, ja. Die Schrift hier sieht super aus. Okay, jetzt sieht sie besser aus. Kamera zoomen, Auto zoomen, okay. So. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum hier alles nass ist. Warum hat das mit dem Wolljump jetzt nicht so funktioniert? War ich vielleicht zu schnell gedrückt? Nein! Okay. Also das mit X, das war wohl nichts. Okay, das ist das erste Level. Und ich stelle mich an wie der letzte Mensch. So, nein! Oh, ja! Vielleicht! Ich weiß auch nicht. Jedenfalls mache ich alles nass. Das kann ich gut. Double Jump! Ja, kenne ich. Gibt's in jedem zweiten Spiel so gefühlt. Was war die Taste für? Ich habe es ja auch beim letzten Mal auf der PlayStation, glaube ich, gespielt. Das jetzt hier, dieses Neon Splash, das spiele ich auf der Switch. Dann letztendlich, ne, selbe Tastenposition mehr oder weniger. Wobei springen ist schon alleine anders. Springen wir vor auf der Kreuztaste. Hier ist es die A-Taste, die ist rechts. Nein, so war nicht dieser hohe Sprung, Weitsprung. Ach ja, keine Ahnung. Man merkt, dass du keine Ahnung hast, Mann. Danke, das höre ich gern. Nicht mal die einfachen Sprünge kriege ich hier hin. So. Nein. Okay, ich muss ja erst Walljump machen und dann Doppelsprung und Spin und. Okay. Wir kommen da schon noch hoch. Die Frage ist halt nur, wie lange es noch. Reicht auf jeden Fall nicht mehr für irgendeine Form von Trophäe. Na komm, warum denn nicht? Oh. Das ist jetzt schon wieder zum Abgewöhnen. Speedrun in the game, du.
Ach, okay. Nochmal wegen. Jump und Flutter Spin. Ja, das ist das, was ich vorhin schon mal versucht hatte. Hat nicht so funktioniert. Beziehungsweise war an der Stelle halt auch gar nicht gefragt. So. Super Jump. Yeah, warum baust du denn hier so rum? Wall Jump. Ja, kenne ich. Habe ich vorhin schon verwendet. Na, nicht in diese Richtung, bitte, danke. Nein. So. Runter da, Lolli. Watch your shadow. Ja, selbe Tipps wie vorher auch schon. Was auch immer das für Dinger sind. Wahrscheinlich stoppen die einfach irgendeine Art von Sprung von mir. Ich weiß es nicht. Das kleiner werdende Plattform mag ich nicht. Nein. Und ich habe keinen Save Point gesetzt. Aber jedenfalls sieht das hier echt so aus, als ist das hier so ein schon fast eher Challenge Level mäßig. Wohingegen dann doch das eigentliche Spiel Dino Turf tatsächlich noch irgendwo eine Form von warum schaffe ich das hier nicht? Das hat ja noch eine Form von Story und sowas, die du verfolgst, ne? Das hier verkacke ich schon im Tutorial-Level. Bitte wahr. Die nachfolgenden Angriffe verzögern sich nur mindestens 5 Tage. Vielleicht hier eine Flagge setzen. Ist vielleicht nicht so die verkehrteste Idee, die ich jemals gehabt hatte. Wenn hier das Eis am Schmelzen ist. Okay. Was haben wir? This will cause a slide. Achso, okay. Bäh. Genau, das war Caesar. Einfach nochmal Flagge setzen, eine neue. Und alles wird gut. Also man kann das Level wohl in 2 Minuten abschließen. Nicht, wenn man Mammut LP heißt. Nom nom nom, finde ich ja süß, wie sie das macht. Nom nom. Yummy. Nom nom. Mist. Komm nicht hoch. Was ist das hier? Eine Dose oder was steht da? Ja, ich glaube, es steht eine Dose. Eine PNG-Dose. So, gib mir alle Lollis. Bin zwar kein Lolli-Fan, aber gib sie alle her. Also dann esse ich ja lieber Gummibärchen, als ich sowas. Esse hier so ein Lolli. Aber da ist halt auch jeder anders, ne? So, da oben ist doch auch irgendwas. Irgendwas ganz Wichtiges. Ach so, okay. Ich falle einfach durch so ein Segeltuch hindurch. Das ist auch gar nicht schlimm. Das macht jeder mal, ja? Also durch die Phase muss jeder mal durch. Was jetzt? Spin to break. Okay. Ui. Nee.
Halbplatte ist das. Okay. Was ist denn das hier? Ist das wichtig? Kommt es in Prüfung vor? Ich hoffe nicht. Gehen wir erstmal den eigentlichen Weg hier weiter. Bevor ich mir hier sonst was angucke. Sind das für komische Schatten? Ach so, das sind fliegende Lollis. Ja, warum denn auch nicht, ne? Wenn ich frage so, was hat in meinem Leben gefehlt, dann sind es auf jeden Fall fliegende Lollis. Also wir haben jetzt mit der Zeit eh schon vergeigt. Wir warten jetzt. Bis wir den nächsten Lolli auch noch haben. Wenn jetzt noch ein viel größere Mast. Schiffsmast. Okay. So, ist das? Checkpoint? Please don't forget to place your checkpoints. Okay. Danke für den Hinweis. Oh Gott, die Dinger kenne ich aus Super Mario 4. Nee, nicht Super Mario 64, Super Mario Sunshine. Das hatte zum Beispiel komische Level mit irgendwelchen Objekten, die sich auch zu dämlich gedreht haben. Aber eine Ecke schneller. Ja, so wie das hier bei. Ja gut, die gab es wirklich in verschiedenen Geschwindigkeiten. Aber mir fallen zuerst welche wirklich ein aus. Also Super Mario Sunshine. Yummy. Bitte warten. Okay, versuch mal in den Innenbereich hier zu kommen. Für die Innenlollis. Die sind für innen geeignet, nicht zum draußen verzehren. So, was kommt hier jetzt? Oh, Fuß. Ja, nee, ich will nicht. So, rühren. Irgendwo gab es jetzt noch jede Menge Lollis. Aber wir haben die Schallplatte. Und wir haben auch nur 5-mal so viel Zeit verbraucht. Das ist auf dem Leaderboard Platz. Ich verarsche, es gibt Leute, die spielen das in 29 Sekunden durch. Scheiß Speedrunner. Okay. Nächste bitte. Da gucken wir nochmal ganz kurz rein. Was auch immer das für mich offenbart. Mehr Level. Level ist hier einfach, ne, gar nicht mal auf die Lollis zu gehen, sondern einfach hier nur durchzukommen. Ob das klappt? Na, das haben wir dahingestellt. Mit der Flagge. Dankeschön. Okay. Auf jeden Fall Punkt für Flagge. Wow. Bäh. Wow. Hätte sie auch vertonen können. Wow. Jo, alles klar. Schön, dass wir darüber geredet haben. Joa. Da musst du jedes Mal so einen super Sprung drüber machen, ey. Also definitiv schwieriger als das Hauptspiel, zumindest das, was ich bisher da gespielt hatte. Oh Gott.
Die Schoko-Dinger hier zerfallen ja oder Holz oder wie auch immer. Ich glaube, Feuer hinterstellen. Ich weiß es nicht. Okay. Damn. Ja. Nein. Da? Okay. Ich hab noch eine Flagge. Wo muss ich eigentlich hin? Wahrscheinlich hier runterrutschen. Okay. Man bist nicht in die Stacheln rein, würde ich sagen. Shortcut? Naja. Hier Shortcut ist ja nicht. Ich nehme, was ich kriegen kann. Oh. Das mit X, das war wohl nix. Also nochmal. Wir sind wieder über maximale Zeit hinaus, aber beeile ich mich doch schon. Okay, ich bin hier. Wer noch? Oh Gott. Ein Ringrennen. Sachen gibt's. Hallo, ich bin auch. Oh, fail. Okay. Wo soll ich jetzt hin? Da auch das Riesenrad? Wo ist denn hier so ein Bild, wo ich wieder reinspringen soll? Ich hab keine Ahnung. Was hast du denn dazu? Hat mit Gideon etwas über den Hangout Place erzählt, über den neuen? Was? Wir haben ein Hangout, also ein Ort zu abhängen? Ja, wirklich. Dann check out the playground in the main menu, okay. Ja, nö, das, nö. Nö. Also einfach nur mal wegen nö. Muss ich jetzt tatsächlich das Wingways machen, damit wir das Ganze hier beenden können? Verarschen, da oben muss ich lang. Na-ah. Okay. So nicht. Also es ist definitiv nicht einfach. Definitiv nicht. Soll ja auch nicht immer unbedingt alles einfach sein. Aber ja. Einfach nur ja. Thank you.
sind auch noch irgendwie komische Plattformen. Hätte ich da das Wingways weitermachen müssen, ja? Ich glaube, auch vorher waren die Zahnräder nicht da. Ach. Na gut, dann würde ich sagen, wir werden an dieser Stelle das angedeutet, weil ich bin zu unfähig, dieses Spiel irgendwie weiterzuspielen. Das ist durchaus legitim. Ja? Fotomodus gibt es auch hier wieder. Ist ganz nett. Kann man mal machen. Wie komme ich jetzt hier raus so? Und okay. Ach so, ja, okay. Ja. Kann man alles machen. Ist ja ganz nett. Aber sollte ich Dementurf weiterspielen, dann definitiv nicht Neon Splash, sondern eher das eigentliche Hauptspiel. Also das hier ist tatsächlich nichts, wo ich sage, da hat mich aber das Gameplay so überzeugt, dass ich dann denke so, ja, ne, Challenge-Level und so. Nehme ich. Nee. Einfach nur bei wegen. Nee. Aber gut. Ich sag jetzt schön mit Ö. Wir sehen uns im nächsten Angedattel. Bis dahin, viel Spaß noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.